Moin! Da wir uns gerade mitten in der Matjes-Saison befinden, dachten wir uns, dass wir euch heute mal ein ganz schnelles Matjes-Tatar zeigen. Super einfach und super lecker. Also, los geht's! Wir fangen an, eine Zwiebel zu schälen und in Würfel zu schneiden. Das gleiche machen wir dann noch mit der Salatgurke. Erst schälen, dann in kleine Würfel und zu den Zwiebeln damit. Und jetzt kommt unser Star, der Matjes. Das ist bei uns Neufang, von dem Fischdealer unseres Vertrauens. Das Ganze geht aber auch super mit dem eingelegten Matjes. Den würfeln wir jetzt auch und geben ihn mit in die Schüssel. Für den Dip hacken wir frischen Dill ganz fein und vermischen ihn dann mit etwas Skier. Alternativ könnt ihr auch Sauerrahm, Creme Fraiche oder Schmand dafür benutzen. Wir rühren das Ganze um und schmecken es mit Salz und Pfeffer ab. Und den Matjes schmecken wir dann im gleichen Zug auch mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronenabrieb von einer Bio-Zitrone ab. Wenn ihr den eingelegten Matjes verwendet, dann passt auf mit dem Salz. Der kann oft schon sehr salzig sein. Oder ihr spült ihn einfach vorher mit Wasser ab, wenn er euch zu salzig ist. Wir essen das Matjes-Tatar gern mit einer Scheibe von unserem selbstgebackenen Dinkel-Mischbrot oder ganz einfach mit Salzkartoffeln. Beim Anrichten haben wir noch ein bisschen rohmarinierten Fenchel dazugegeben, aber den könnt ihr auch weglassen. Die Kombi schmeckt allerdings ziemlich lecker. Und dann setzen wir nur noch unseren Dill-Skier als kleine Nocken obendrauf. Macht es unbedingt nach und schreibt uns, wie ihr es findet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald, Chris und Marie.